Oh, Nate hat geschrieben, Internet geht bei dem und die ganze Zeit aus. Ja, Bumfer, komm mit, ne? Bumfer, ja, Bumfer auch. Hallo, Tyrese. Hallo, hab ich mir gedacht, dass ich mit Spielgeister. Mal kurz mitspielen? Aber keine Kicker, ne? Aber nicht ich hab Bumfer schon gefragt, ob der mitspielen will. Ach so, ne, dann lass Bumfer spielen. Dann lass Bumfer. Du. Ja, aber will Bumfer überhaupt? Ja, der hat sich extra Kippen geholt. Okay. Das ist kein Witz. Okay. Tyrese, wie geht's dir? Du, ich kann mich nur beklagen. Kein Schlaf, nur Stress. Wie geht's dem Kleinen? Den geht's super. Übrigens live, wenn du das nicht sagen willst, ne? Also, dem geht's super. Alles ist kein Problem. Okay, der Bomber sagt, der ist komplett am Arsch. Du kannst mir spielen. Finde ich gut. Da komm ich. Gut. Ich hol mir eine Capri-Sonne. Muss nur einmal kurz Update ziehen, ne? Warte mal, wie geht's dem Kleinen? Super, der hat kein, also. Wie nix. Der Papa, nur am Fressen und am Scheißen, ne? Und am Schreien, ja. Und am Schreien. Boah, man merkt das so richtig tief in den Knochen, dass heute Sonntag ist. Warum no? Der Tyrese hat mindestens genauso viel Angst wie Bomber, wenn nicht sogar mehr. Also, Update, du bist nur auf Nifty unterwegs, ja, ne? Ja, ja. Du spielst so wieder den Dings, ne? Diesen Penner, den du in Junkie Park gezockt hast, ne? Ja, ja. Boah, du passt so gut bestimmt zum Ali, Alter. Ich habe noch nicht so viel davon mitbekommen, weil ich habe immer Bock zu zocken, dann schreit der Kurze, weißt du? Ja, da bin ich halt immer ein bisschen, Alter, kurz angebunden. Boah, was ist das für ein Teampasswort, Alter? Genau, du sollst bloß nicht schreien, damit den Kleinen nicht wächst. Ich glaube, da haut meine Frau mir einen auf die Zähne. Wie waren denn die ersten Schritte von Monte heute im RP? Weiß das jemand? Ach, stimmt. Der hat ja auch RP gespielt. Ich lese gerade hier. Anscheinend soll der Server angegriffen worden sein mit DDoS und so. Oh mein Gott. Und 5M kann sich nicht mal von der Cloud verstecken, ne? Wie? Ne, ich glaube, du kannst 5M nicht schützen vor so einem DDoS-Ding. Was wird gedDoS'd? Der Server, wo die da spielen. Kurze Frage. Fassen wir Beta, oder? Gibt keine Beta mehr. Also, okay. Weißt du überhaupt, dass die neues Update gebracht haben? Ich habe letztens kurz bei dem Stream reingeguckt gehabt, da habe ich halt gesehen. Ich habe auch Clips und so gesehen, dass sie mit der Geisterbox und jetzt anders mit dir reden und sowas. Jo. Aktualisiert. Ich mach Tarkov aus. Ich mir vorhin rauchen. Das Video macht sogar EP, das muss man ja verlassen, jo. Aber wenn der gute Bruder leider auf einem Server joint ohne Whitelist und so, wird der sehr schlechte. Ja, okay. Die Frage ist halt, ne? Oh, ach, ja, wenn er das macht, dann. Ja, ich glaube sogar auf dem Immortal-Server gibt es gar keine Whitelist. Aber ich bin doch, nicht doch, sicher. Ich glaube, da war Whitelist. Naja, Monte wollte direkt ins Casino, dann Serverangriff oder Überlastung und als er wieder IC konnte, gab es natürlich Rudelbildung. Ja, das ist aber, das wusste man schon vorher, das passiert. Der Code hier, der hier, der bin aus Versehen geliebt. Stimmt. Muss starten. Zeig den Code nicht im Stream, ne? Nee. Ja. Ist immer auf Fragezeichen. Ja. Ja. Ja, aber du musst den doch eintippen, dann sehen die den. Ich nicht. Ich mach sie kann Copy machen. Ach ja, stimmt. Was muss ich? Oh, ich bin so gut darin. Was muss ich denn hinzufügen, Mila? Alles, was du hast. Weiß nicht viel. Ich bin jetzt gleich sofort fertig. Monte so eine Ausbildung als RPler machen, Leute, bei dir. Quatsch. RP, der soll ja für sich selber zocken. RP-Schule. Das Problem ist aber, du kannst kein RP machen, wenn da Leute die ganze Zeit rumrennen und so eine Traube um dich bilden. Weil die das nicht trennen können zwischen RP und OC. Irgendwer hat aber was gesagt, dass Admins bist unsichtbar an dem herlaufen. Ja, ja, klar, und wenn die natürlich, wenn die dem beschützen, ist eine klare Sache. Aber das ist halt nicht das echte Feeling davon. So. Und die Leute werden nie negativ auf dich reagieren. Wisst ihr, was ich meine? Also na, doch negativ schon, aber du gehst hin und du wirst wahrscheinlich direkt sofort alles bekommen. Von den Leuten selber. Durch Stimme im Spiel. Oder getrollt. Hätte ich geladen, ich komme jetzt. Jo, wer ist da am Fressen? Güffi, ich hau dich weg, ne? Güffi. Güffi, ich schwöre, wenn du frisst, Mila, du übersteuerst, während wir spielen. Oh, wenn du frisst, während wir spielen. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass man das hört.
Geist tötet dich dann. Moment mal. Hört man meine Tastatur? Warum kann man sich hier nicht mehr verstecken? Why? Hört man meine Tastatur? Bisschen, ja, aber das ist schon okay. Ja. Was, habe ich das Spiel umgestellt? Nicht. Ha, ich schon. Und Lurch, Dankeschön für den giftigen Zap an Gap. Merci. Ja, danke, Lurchi. Ja, danke, Lurchi. Wo bleiben die Eulen? Hallo, Tyrese. Wo bleiben die Eulen, verdammt? Ist das laut, Alter. Kann ich hier noch Dings einstellen? Warum kann ich keine Grafik und so einstellen, wenn ich hier drin bin? Macht man im Hauptmenü, nicht in der Lobby. Das ist mega laut, ich muss vielleicht leiser stellen. Hä, kannst du doch hier. Oh, achso. Ja. Sag mal was. Sag mal was. Ihr haut mir mein Ohr kaputt. Hallo. Du kannst hier leiser stellen, Therese. Schissel. Ja, Level 17, du Noob. Wie Milas Kanal heißt, der heißt LKW-Fahrer Mila. Trucker-Mittwoch. Trucker-Mittwoch. Können wir starten? Ich bin bereit. Ja, mach ready. Könnt ihr auch mal bitte Sachen hinzufügen? Ich hab bald kein Geld mehr. Ich hab alle meine Sachen. Und ich sag euch jetzt nochmal was, ne? Wer einer von euch versteckt sich andauernd im Truck, weil er Angst hat wie Lucky die ganze Zeit. Der blöde Penner. Oder wer kickt, der fliegt. Ja, wird auch nicht reingetrollt hier. Ansage ist raus. So, das ist mein Schlüssel. Charles Jones. Bye, have a beautiful time. Botte, danke schön für den Wies am 15. Das nehme ich mit. Ich. Ja, bestanden. Was soll ich noch mitnehmen? Ich nehme mal Fingerabdruck mit diesmal. Und ich nehme Geisterbox mit. Und ich gehe als erstes in den Haus. Ins Haus. Verschissel. Ja, danke für dein Verschissel. So. Was ist Lass das mich hier? Zuerst ins Haus gehen. Während eine Ja, wir kennen das ab jetzt schon. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Hallo? Wo bist du? Mit der Kamera kann Wo ich bist du? Ich hab das Wort gefunden. Mit der kann ich Geister sehen, ne? Der ist in der Garage, der Geist. Okay. Einfach halbe Speedrun hier. Ich hab keine Angst mehr. Wo bist du? Wie alt bist du? Bye, have a beautiful time. Okay, der hat geredet, Geisterbox. Junge, ein ganzer Speedrun hier. Let's go. Gib mir ein Zeichen. Ich film den, ne? Ich hab Kamera. Ja. How old are you? How old are you? How old are you? Ich glaube, ich habe auf Deutsch. Wie alt bist du? Bist du hier? Chat, ich habe keine Angst mehr. Hello. Freunde? Freunde? Ui, der Geist ist ein Straftäter. Ich habe keine Angst mehr. Kann ich meine Taschenlampe schnell ausmachen? Mit Tee. Danke. Ich hab keine Angst mehr. Bist du hier? Oh, das hat sich bewegt, glaube ich. Was? Das hat sich, glaube ich, Wie alt bist du? Der ist 6 Jahre alt. Der Geist ist 6 Jahre alt. Jo, der fragt den schon voll, ne? Kannst du mal aufhören, den zu befragen? Warum? Ja, weil der dann jagt.
Ja, deshalb spielen wir. Ach so, deshalb spielen wir. Ich dachte, um herauszufinden, was für ein Geist das ist. Ja, finden wir noch raus. Was zickst du mich jetzt hier eigentlich so an? Blöde Kuh. Ich bleib hier im Schrank, ich komm nicht mehr raus. Charles Jones. Charles Jones. Charles Jones. Licht aus. Er jagt doch gar nicht. Woran erkennt man jetzt, dass er jagt? Charles Jones. Die Eingangstür wäre versperrt. Charles Jones. Was hast denn du da in der Hand? Ein geraucht, ein bisschen neblig. Hey, was machst du hier? Ein Räucherstäbchen. Ja, hör doch auf damit. Mich verteidigen vor dem Geist. Ich mach doch noch gar nichts. Hast du einer den Knochen gesehen? Oh, Alter. Hab ich... Wie alt bist du? Der ist 6 Jahre alt. Mir sagt er, ist alt. Okay. Für meine Dokumentation. Dann, brauch ich eine Videokamera. Ich bin weg. Hab den Knochen. Ich bin oben, Tyrese. 4, 5, EMF 5. Wir haben EMF 5. Raucht hier einer von euch die ganze Zeit? Das ist der Geist. Was geht denn bei dir? Scheißt du deine Spüle? Geh weg, ich hab mich verbarrikadiert. Ich hab mich verbarrikadiert, geh weg. Was haben wir? Ich krieg den Geist nicht. Spirit oder Gespenst? Achso, EMF5 und Geisterbuch. Brauchen Plötzbücher oder Geisterbuch? Haben wir ein Geisterbuch hier drin? Ich hole eins. Nee, soll ich eins holen? Ich seh dich hier nicht rumlaufen. Was kann ich mit der Kamera machen? Darauf siehst du Orbs und so, aber das fällt jetzt eh weg. Oh. Ich weiß gar nicht, ob Bloody Mary geht. Und der Fischkutter, Dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Geht der Pomodini. Tyrese ist tot. Noch echt? Oh, Mann, voll scheiße für ihn. Ich glaube, Tyrese wollte bei mir rein, aber ich habe die Tür zugemacht. Ich hab keine Angst. Guck mal, guck dir mal Tyrese an. Siehst du Tyrese? Der hatte auch keine Angst. Mhm. Du solltest besser Angst haben, Bitch. Ich hab nur Angst vor der harten Realität. Deswegen flüchtig. Was hast du? Okay, ich nehm Kamera. Ich hab eine Kamera. Ja, du machst aber damit nichts, das ist dein scheiß Problem. Hä, ich film doch die ganze Zeit damit. Ja, das bringt aber nichts, wenn du filmst. Du musst die aufstellen. Du Käsekopf, du. Max, so, sag mal. Kann ich das wieder anmachen? Ist durchgelaufen.
machst du denn da? Ich? Jo. Ach, ich chill nur. Komm, wir machen das Licht zusammen an. Ist so. Wir machen gleich Challenges. Wir gucken eine Runde mit Therese. Und dann gehen wir gleich alleine rein ins Haus. Das ist halt richtig nice. Großmeister Hunter Mila. Wo ist denn das Buch hin? Hab ich hier hingelegt. Schon. 17. Oktober 1965. Paris ist von uns. Oh! Gejagt. Nein! Keine Verluste, ich bin da. Keine Sorge. Scheiße, ich. Fotokamera. Ich hatte sie in der Hand. Oh, ich bin los. Los. Schreib ins Buch. Schreib bitte ins Buch. Was redet der auch und macht seine Taschenlampe an? Der Idiot. Schreib ins Buch. Ich glaube, dass es das Buch ist, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott! Ich habe das Gefühl, dass sie nicht wirklich hier drin ist irgendwie. Lass mal kurz zum Truck gehen, mal gucken wegen den Aufgaben. Ja. Siehst du, ich bin schon viel besser geworden. Oh, oh Gott, ich dachte echt, dass die fängt wieder an zu jagen. Man kann aber nur eine kurze Zeit so rennen. Nennen Sie gar kurz die Fix, okay, Räucherstäbchen. Mhm. Während einer Jagd. Das ist halt richtig mies. Wir brauchen kein Foto. Knochen habe ich. Bord habe ich auch fotografiert. Ich nehme Kruzifix mit, ne? Okay. In nomine Patri et Spiritus Sancti. Wir möchten heute mit Ihnen über Gott reden. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin hier. Okay. Brauche keine Taschenlampe.
Nomini Patri. Soll ich hinschmeißen? Mach mal. Ich glaube, die spawnen nämlich hier, oder? Und ansonsten, Jungs. Die ist hier. Nein, die jagt nicht. Aber die hat sich nur gezeigt. Vielleicht ist sie doch da. Ich weiß aber nicht, Nomini Patri et Filito Santi. Du hast Räucherstäbchen, denk dran. Ja. Denk an die Räucherstäbchen. Mhm. Ich bin voll in Gedanken bei den Räucherstäbchen. Schreib ins Buch. Oh mein Gott, wieder rein. Bye, have a beautiful time. Ohne Scheiß, ich spiele nicht mehr mit dir. Ey, man hört deine Tastatur, du lockst sie damit an. Krieg deinen Scheiß im Griff. Kriegst du deine Scheiße im Griff? Jo, willst du mich flachsen? Willst du mich flachsen? Blöde Kuh. Boah, ey. Ich krieg's einen Zapf vor Schüssel vom Kopf gehauen. Als ob. Die war doch genau schlecht. Hinter mir. Von wegen Meister Hunter. Ja, genau, genau. Jetzt haben wir keine Räucherstäbchen mehr. Wir haben keine Räucherstäbchen kein mehr. Scheiß. Weil Therese ja, die einfach benutzt hat. Ja. Mein Gott, ne. Mann. Einmal mit Profis. Wo ist der lange Kruzifix? Eins habe ich hingeschmissen. Wir hatten aber zwei. Ja, dann haben die da. Da müssen wir da rein. Scheiße. Ach, Scheiße. Oh, ich nehme Pillen, Alter. Yo. Machen wir jetzt auf Easy Mode, das ist klar. Bist aber heute eine Zicke, ne? Lass mich in Ruhe. Hallo Teddy. Und hallo Scarab Panther. Was geht denn hier ab? Dann sehe ich hier nichts. Ich meine, die ist hier gespawnt. Dann leg ich es hier hin. Wir machen immer noch nicht das letzte Dingens-Ding. Jo, ich bin. Hier ist das gegangene Kruzifix. Mila? Ja. Ich hab es gefunden. Oder ist das. Okay. Das, ich hab mich hinterm Auto versteckt, ne? Ich weiß nicht, ob die hier spawnt, ne? Die hat mich auf jeden Fall in der Garage nicht gesehen. Also spawnt die irgendwo hier. Okay. Lass doch einfach das Board fahren. Ja, wo ist das denn? Kinderzimmer, links. Linkes Zimmer. In unserem Wandschrank. Okay. Hier. Falsches Zimmer, anderes Kinderzimmer. Das ist kein Kinderzimmer. Wo bist du?
Wo bist du? Ja, die sagt halt wieder Garage. Aber da scheint die nicht zu spawnen. Wo spawnt sie? Wir haben mit einem Kruzifix da und ein Buch. Ja, ich glaube, es ist das Buch. Hier, verbraucht. Ja, das hat er direkt am Anfang verbraucht. Oh mein Gott, wir müssen die Cap. Oh, ich habe eine Snapback gefunden, die nehme ich mit. Warte mal, da hinten liegt noch eins. Guck mal, aufverbraucht. Sind die dumm? Ja. Warte mal, Kruzifix. Kruzifix dann funktioniert, Räucherstäbchen noch nicht. Oh, und uns fehlt ein Hinweis noch. Ja, Räucherstäbchen wird nicht funktionieren. Und der Hinweis, der uns fehlt, ist bestimmt Buch. War das mit Gefriertemperaturen, aber ich habe nichts gesehen. War das mit Dot? Ist die schon mal durch den Dot-Projekt gegangen? Wir haben doch nur noch Spirit oder Gespenst, oder nicht? Was? Wir haben doch nur noch Spirit oder Gespenst, ja. Das wäre Dot und Buch. Dot oder Buch, wenn dann... Vielleicht sind die Dots aber auch falsch. Ja. Vielleicht läuft die da gar nicht lang. Nein, nein, Dot oder Buch fehlt uns noch. Oder meinst du, dass die Dots da falsch gesetzt sind? Ja, ich glaube schon, weil die rennt da nicht durch. Dann setze ich die nochmal auf der anderen Seite des Autos. Was soll ich mitnehmen? Haben wir EMF, haben wir 5, ne? Ja. Ich nehme nochmal Fingerabdrücke dabei mit. Ne, Fingerabdrücke kann nicht sein, ne? Ja, kann es nicht sein, aber nur kurz mit Fingerabdrücke. Oh, Mila! Nein! Lass Mila in Ruhe, du Wichser! Mila, ich bin bei dir. Keine Angst. Du musst überleben. Mila, du musst überleben. Mach deine Taschenlampe aus. Nein? Okay. Warte mal, was ist mit der Tür nicht in Ordnung? Die fällt ja beide aus den... Wie? Ist ja komisch. Willst du das jetzt echt checken? Ist es das, was du abchecken möchtest? Die verdammte Tür? Jo. Hast du nicht schon mal wieder hämmert geguckt? So, das triggert mich. Schreib ins Buch, bitte. Das eine Dot-Ding liegt falsch. Lauf hier durch. Oh, die schreibt ins Buch. Fuck this shit, I'm out. Aber wollen wir nicht noch ein Foto davon machen? Hat mitten da so laut. Nein, wir sind durch. Hä? Wir brauchen Räucherstäbchen, aber wir haben keine mehr. Ja, ich hab die noch nicht einmal gesehen. Ich hab die noch nicht einmal gesehen. Ja, warte einfach hier, okay? Ich bin gleich wieder da.
Wir haben einen Spirit. Schaffst du das? Ja. Ich lass dich da nicht alleine rein. Ich komm mit. Nein, du bist verrückt. Nein, ich bin nicht verrückt. Oh mein Gott, du Missgestalt, du Hurensohn. Oh mein Gott. Die war hinter dir. Mann, die war in dem scheiß Spind drin, da. Die Wichse fickt im... Alter. Okay. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Hast du ein Foto geschossen? Nee. Hab ich nicht gesehen. Ach so, von dem Buch doch. Ach so, ich dachte, du willst von dem Geist einschießen. Nee. Ja, dann mach ich nur eins fürs Fotoalbum. Hi. Ach, warte, sag Geisterjäger. Geisterjäger. Ah, wieder ohne Verluste. Ja. Leider haben wir keine Räucherstäbchen mehr. High five. Ja. Meisterhunter. Meisterhunter. Meistergeisterhunter. Einer ist gestorben. Bibi. $180. Ihr seid echt schlecht, ne? Fand ich gut, wie ihr auf meinen Pfeil reagiert habt. Oh. Was für ein Pfeil? Ich hab mir Gegenstand einen Pfeil gelegt, wo der Geist war. Du bist tot, du darfst keine Hinweise geben. Ich komme aber aus einer übernatürlichen Ebene, weißt du? Ich spende dir mal wieder eine Runde, weil ihr habt da kein Geld. Nein, halt, stopp. Ich kaufe jetzt auch einen. Ich habe auch die Mila hatte, zugefügt. Mila hat gar keinen Clownfisch mehr drauf für Twinkie, ne? Die wollen dann wieder mit Twinkie und Peanut zocken. Oh, ich habe gar keinen Clownfisch drauf. Let's go. Aber ich bin auch noch zu angespannt, glaube ich, um das zu machen. Und das wäre auch besser, wenn ihr euch mal ein bisschen mehr Mühe geben würdet hier. Oh, ich habe mir Mühe gegeben. Ich kann nichts dafür. Ich bin auch hier Praktikant. Guck mal der. Ich bin bereit. Hallo? Okay. So. Aber nein, der Geist war langweilig. Patricia! Moah! Kruzifix, Geistzustand und Räucherstäbchen. Geht mal wieder. Was soll ich nehmen? Ich nehme Geisterbox, weil ich gehe zuerst rein. EMF nehme ich. Und ich nehme Kameras, ist sinnlos. Ich nehme das Buch noch direkt mit. Ich hab EMF. Lass mich zuerst rein. Wo bist du? Wie alt bist du? Wieder dasselbe Haus. Ist nicht dasselbe. Wo bist du? Ja, ohne Taschenlampe ist viel gruseliger. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen, Patricia Moore. Wollen wir mal ein Kerzen? Patricia Moore. Ich bin Daddy. Keine Kicker. Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. For real. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Naja, der will nicht reden. Ich bin in der Garage alleine. Irgendwo eine Tür geöffnet. Ah, mein Spiel leckt ein bisschen. Knochen ist im Flur. Wer hat Fotokamera bei? Hier oben geht es EMF. Wer hat Fotokamera? Komm mal runter, den Knochen fotografieren. Hier, und dann aufheben. Erst fotografieren, dann aufheben. Hat jetzt deine Fotokamera? Ansonsten hole ich eine. Also, ich hab keine. Bloody Mary. Mila, wo bist du? Im Badezimmer. Wo bist du?
Wo bist du? Entweder hier drin oder davor. Gib uns ein Zeichen. Ah, mach die Tür auf. Ich glaube Flur, oder? Wo bist du? Wie alt bist du? EMF? Mhm. Wie viel? Ich habe mein Buch geholt. Buch liegt schon oben. Ich bring das Buch wieder zurück. Hallo Salt und Obi. Bist du hier? Nirgendwo. Ich glaube, da ist der Box. Bist du hier? Nein, da ist der Box. Haben wir schon einen Hinweis? Nö, ne? Nee, noch gar nichts. Geh nix. Geh nix. Ich suche gerade nach Fingerabdrücken. Ja, gegen die Fensterscheibe. Das Spiel leckt auch gerade ein bisschen. Warum? I don't know. Ich weiß nicht. Vielleicht hier im Kinderzimmer. Legen wir das mal hier hin. Er hat einen ins Pissoir geschissen. Schau mal da am Fenster. Keine Geisterbox, keine Fingerabdrücke. Keine gefrierte. Wir haben wir den Strom angemacht? Ja. Und mit Strom? Oh, hat er ausgemacht. Ja, funktioniert. Oder? Nee, doch nicht. Ist er. Jetzt. Hey. Warte, Gefriertemperaturen haben wir auch keine, ne? Nee, hey, aus. Ach, soll aus sein. Doch aus. Ja. Ach so, ich dachte an sein. Sorry. Ich glaube, der ist hier nicht oben. Aber der macht hier oben die ganze Zeit. Hier im Kinderzimmer. Im Kinderzimmer ist kalt. Gefriertemperatur. Weg von meinem Gitterbett. Stimmt. Jetzt bist du angeschissen, war das auf der Hauptschule. Das hat er echt gemacht. Wer nimmt denn da die Kamera? Och, der huntet. Was denn? Das ist Mila? Das bin ich? Und wo ist der andere? Ich hätte nicht meine Kopfkamera dabei. Mad Mike, dankeschön für den Resub im 5. Monat. Vor 18 Minuten. Jo, ist wieder vorbei. Könnt ihr mal aufhören, bei der Jagd dauernd zu funken? Ich will weh in den Ohren. Ich geh raus, das war mir zu viel. Wer hat denn die Kamera aufgenommen? Wie? Ja, ich hab die fallen gelassen, weil die angefangen hat zu jagen, als ich... Die hat gesungen, hat sie so... Ja, ja, so... Umköpfe. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Kinderkörpergeist. Kinderzimmer, sagst du, hier? Ja, ja, hier ist richtig schlimm. Gefriertemperatur und so. Ja, der hat doch meine Kerze ausgepustet.
Mach mal deine Taschenlampe aus. Eine? Okay, aber ich sehe nichts. Ja, oh, Denver kam Update. Der hat auf jeden Fall vom Kruzifix abgebissen. Okay, dort ist es safe nicht. Warte, habe ich auch was gesehen? Rein da, Kalle. Wir haben Orbs und Gefriertemperatur. Ich sehe da keine Orbs. Ich habe aber einen Orb gesehen. Medalu glaubt er nicht. Ich sehe echt keine Orbs. Ja, aber ich habe einen Orb gesehen. Da sehe ich noch einen. Ich habe zwei Orbs gesehen. Ja, jetzt habe ich auch einen gesehen, okay. Das kann ich immer noch mitnehmen. Halt die Klappe. Fingerbrücke haben wir voll oft gesucht, nichts gefunden. Ich nehm die hier mit. Haben wir ein Buch schon liegen? Okay, ja, aber im falschen Raum, ja, ne? Orb und Gefrier. Revenant, oh Gott, Revenant. Hunter. Wie heißt die Perle nochmal? Patricia Moore. Patricia Meer. Doof. Die hat ins Buch geschrieben! Hey, hey, keine Angst, Hasen. Wir haben einen Revenant. Mila. Hallo. Nee, nicht ein Revenant. Hallo. Ja, ich hab doch gehört. Ich hab das schon lange eingetragen. Räucherstäb, warte mal. Während der Jagd, okay. Was macht ein Revenant? Revenant ist übel fast. Wo sind Feuerzeuge? Wer hat die Feuerzeuge? Ich hab eins. Aber ich hab auch Räucherstäbchen. Ja, aber du kriegst das eh nicht hin. Nein, gib der Mila das. Hier. Was kann ich noch mitnehmen? Ich hab Kamera und Taschenlampe. Okay, das wird hart. Wir brauchen, den Knochen hart. Haben wir, ne? Ja, hab ich eingesammelt. Ein Foto vom Buch könnt ihr noch machen. Das gibt nochmal extra Cash. Ich nehme mal Salz mit. Wir müssen noch unter 25. Nehme Paco Mayo mit. Let's go. Komm raus und zeig dich. Patricia. Komm raus, Puppe. Künstlerisch begabt ist es aber auch nicht. Ich werde hier unten warten, bis der Geist jagt. Ich würde, glaube ich, noch wollen, dass man hier oben vielleicht das Licht machen. Entweder das Licht oder ihr werft da irgendwas hin. Ich glaube, dann fühle ich mich. Foto habe ich. Warte mal, die ist durchs Dings gelaufen. Durch Mayonnaise. Durch Salz. Wir müssen jetzt, komm mal alle runter, wir müssen die zum Jagen bringen, damit wir Räucherstäbchen benutzen können. Ja. Patricia Moore. Patricia Moore. Du blöde Kuh. Du bist voll schlecht im RP. Immer gehen alle Suppenküche wegen dir. Du Knallkorb. Du kriegst einen Beitrag. Du machst immer nur für LRP. Patricia Moore. Suppenküche. Bloody Mary. Dann mach mal ein Foto mit mir, dem Geist. Patricia Moore. Du Patricia. Oh, die ist ein bisschen sauer jetzt. Patricia Moore. Patricia, komm. Wie viel, komm mal weg, cool, da wegen Foto schießen. Okay, okay. Patricia Moore. Patricia. Wir sind hier, um deine Seele zu reinigen. Bitte empfange das Geschenk des Gottes. Du blöde Kuh, du. Patricia Moore. Wir sind hier, um dich zu Patricia klauen. Patricia Moore. Doofe Kuh. Komm ruhig. Mach die Tasse nicht kaputt. Glaubst du, ich hab Angst Hand vor bemalt. Dem Revenant? Nur weil du schnell bist? Ich bin jetzt auch für 3 Sekunden schnell. Ja, oh, der ist übel schnell. Patricia Moore. Das glaube ich nur, wenn ich mich überzeugt habe. Was war das denn, Junge? Ich habe fast in meinen Mund gereicht. Patricia Moore. Warte mal, heißt die überhaupt so? Kann nur sein, dass der nicht handelt, wenn wir alle da sind, ne?
Patricia Moore heißt die, ja. Ja, produziere sie. Ich produziere sie. Master Producer. Okay, Patricia. Girl. Weiß er noch, wo der Stromkasten ist? Was, Girl, kann ich dir gar nicht sagen, aber ich glaube nicht, nein. Garage. Patricia Moore. Patricia Moore. Patricia. Warum kriegen wir immer so langweilige Geister heute? Hallo. Ich will mich erschrecken, ich hab Angst. Single oder was? Oma Sandra. Hallo Oma Sandra. Retzmann. Komm, ich bin im Fernsehen. Retzmann, der Hacker. Hallo Retzmann. Wir haben gesagt, wir trollen nicht rein. Wenn der Retzmann da gewesen wäre, Patricia Moore. Patricia Moore. Patricia Moore. Oh mein Mann, Beach. Oh Scheiße, die hat nicht gejagt. Ja, bin mir auch nicht. Fuck. Oh mein Gott, mach die Tür auf, Mann. Wir sind am Arsch. Wann handelt die, wenn Licht an ist? Hä, immer schon. Hab die nicht erwischt, Mann, glaube ich. Okay. Also, die war vorhin auf der Treppe. Ich glaube, ich hab sie auch nicht bekommen. Nee, ich hab sie nicht erwischt. Next try. Doch, ja, doch, wir haben es geschafft. Einer hat erwischt? Oh mein Gott. Ich bin so gut. Yo. Oh mein Gott. Easy, Alter. Komm, Gefühl, wir sind fertig. Bin schon hier. We did it! Easy! Easy! Blöde Kuh, die sind langweilig, Mann. Ich bin heftigeren Geist. $110. Aber was heißt eigentlich die Versicherung, Mila? Versicherung ist nicht fürs Profi-Level geeignet. Also Versicherung gibt's nicht im Profi-Level, nur für Fortgeschrittene und Anfänger. Ah. Da kriegst du dann immer so einen Teil von deinem Geld zurück. Sollen wir mal wieder eine große Map spielen? Meinst du, die Geister haben sich da verändert, dass die wirklich überall jagen? Oder wieder nur an einer Stelle? Nee, ich denke, also das haben die ja nie wirklich an einer Stelle nur. Jo, geht's dir gut, Bro? Mir? Ja. Wir haben Asylum mir geht's gut, Mann. Und haben wir Prism. Jail? Ja, lass Prism mal gehen, da habe ich nur einmal gespielt bisher. Okay. Dann Rinder. Hoffentlich haben die Türen mal gefixt, dass die nicht mehr so laut sind. Ja, wir Prism, stimmt. Lass mal bitte so eine Challenge machen, ohne Taschenlampe. Ja, okay. Können wir machen. Weil wenn wir solche Geister haben, dann sind ja... Was ist mit dir denn nicht in Ordnung, Alter? Ich bin Künstler. Fick dein Zodiac sein. Okay, wir müssen uns beraten, ja? Wir nehmen keine Taschenlampe mit. Joseph Johnson heißt der Typ. Kann ich nicht. Ich nehme außer ja, Fingerabdruck-Taschenlampe, wenn wir wissen, wo der Raum ist, weil wegen Hinweis. Wollt ihr mit, wollt ihr Kerzen? Ne, keine Kerzen, keine Kerzen. Ich nehme Geisterbox, Buch. Und Parabolmikrofon. Und ich nehme. Den Dot-Projektor noch nicht mit. Ich nehme Videokamera mit. Wir haben Joseph Johnson. Und nimmt alle mal eine Helmkamera. Helmkamera. Was soll ich noch mitnehmen? Ich habe noch einen Slot frei. Ich hab Kamera und hier, violettes so? Licht. Nee. Kein Licht, ne? Ich nehm Kreuz. Kein Licht. Ja, nein, wegen Fingerabdrücke. Nein, das holen wir erst, wenn wir den Raum gefunden haben.
Kann ich aufmachen? Salz kann noch mitgenommen werden oder so. Keine Kerze! Ich dachte, Kerze ist okay. Oh nee, mein keine Gott. Kerze. Komm schon, eine Kerze ist okay. Nein. Nee, keine Kerze, Giffy! Bring eine Kerze weg oder so. Wo bist du? Mach einfach. Siehst du, ist doch voll. Oh mein Gott, es ist so dunkel. Hat irgendeiner eine Taschenlampe von euch an, oder nicht? Ich glaube, der ist hier. Nein, schon, das ist so ein kleines Licht. Hier ist schon echt laut. Oh mein Gott. Frag mal, ob er hier ist. Wo bist du? Bist du hier? Ja, hör mal auf rumzutrollen jetzt, Mann, und hau ab. Hier! Hau mal ab. Bist du hier? Also hier im Flur sind 3 Grad. Oh mein Gott. Wo bist du? Was willst du? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Oh mein Gott. Wo bist du? Nee, der redet nicht. Gott, ich seh ihn. Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, die haben die Türen nicht gefixt. Sind immer noch flach. Wie alt bist du? Wo bist du? Ja, der will nicht reden. Wir müssen uns irgendwo wieder treffen. Ja, die Türen sind echt laut. Folgt der Geisterbox. Oben ist die Tür auf. Ich weiß ja, nicht, Mila, oben. Mila, oben ist gut. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Ich kenne das nicht. Mir nach. Wo bist du? Jetzt im Eingang einmal. Da vorne ist er. Aber war schon jemand von euch oben? Nein. Okay. Das wird richtig interessant, wenn der handelt. Ja, der ist hier bei mir. Wo bist du? Wie alt bist du? Wieder? Ja, ich bin hier im Krankenzimmer. Die ist so intelligent, ne? Warte, ich hol mal kurz den Stadtplan raus. Vorne, nach vorne. Ja, funk doch nicht. Nerv mich doch nicht. Nerv du nicht. Wo bist du? Bist du hier? Was zickst du heute so rum? Was zickst du denn? Ja, was funkst du denn, wenn wir dich suchen? Red doch einfach. Blöde Kuh. Nerv mich nicht. Nerv du nicht. Jetzt kommen wir alle ein bisschen runter. Ich weiß, wir sind alle ein bisschen angespannt. Das kann ich völlig verstehen. Halt's mal, Harry! Wo bist du? Ich kann das alles nicht mehr. Ich sein. Seht ihr was? Der hat geredet, Geisterbox? Ja, Geisterbox. Wie alt bist du? Young. Der ist young. Wo bist du? Was willst du? Attack. Der will attack. Der ist durch die Dots gelaufen. Hab nichts zu sehen. Oh mein fucking Gott! Oh, jeder für die Sams. Das ist brutal. Ich hab... Oh mein Gott! Du Arschloch! Jeder für sich selbst. Ich bin hinter dir. Oh mein Gott, keine Ahnung, wo die ist. Hallo? Okay, wo ist, Paris? Du mir, die Tür ist mir nur zugefallen. Ich
Yo, Bro, ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß wie. Ich komm mit, folg mir. Ich weiß, ich hab hier die Kamera mit Nachtsicht. Hier ist Mila. Lass Mila folgen, die weiß, wo wir sind. Okay, wir haben dort... Taschenlampen sind jetzt erlaubt? Nein. Wir spielen komplett ohne Taschenlampen. Wir haben Dots und wir haben Geisterbox. Nur die Fingerabdrucktaschenlampe. Oh mein Gott. Und Dots und Geisterbox. Oh, ich hab mich vor Tyrus erschrocken, Mann. Na, die Lichter nicht, Tyrus. Die sind nicht dafür. Nein, die sind nicht für Fingerabdrücke. Oder? Die Videokamera nicht mehr. Was? Knicklichter? Doch, eigentlich. Ja? Eigentlich meine ich. Ich nehme noch eine Fotokamera mit. Nee, Buch haben wir drin, ne? Buch liegt. Kruzifix nehme ich noch mal. Ich nehme eine Kamera mit hier zum Aufstellen. Soll ich Mario mitnehmen? Soll ich das hier mitnehmen, das Salz? Kannst du machen. Oh mein Gott, das ist ja insane mit der Kamera. Du wolltest mich opfern. Könnt ihr kurz warten? Ja, klar. Okay. I'm ready. Das, das bringt nichts, das bringt kein Licht, das Feuerzeug. Ich sehe doch damit Licht. Ja, mir macht das kein Licht. Jo, ein Geist auf einer Krankenstation, das ist auch kein gutes Ding. Ich hab Zucker. Ich hab Angst. Das will ich mir nicht anmerken lassen. Wo soll noch Salz hin? Mila? Keine Ahnung, einfach hier irgendwo. Wir brauchen ein Foto von dem, ne? Du wieder vergessen, wie der heißt. Johnson, irgendwas mit Johnson. Oh mein verficktes Arsch! Du bist gut! Oh, du Wichser! Du bist so ein Wichser! Also, wir wissen jetzt, dass der Name richtig war und dass wir den nicht nochmal aussprechen sollten. Ich glaube, Tyrese ist tot, oder? Tyrese? Tyrese? Tyrese. Wir haben keine Fingerabdrücke. Tyrese? Oh! Er ist bei Salz gelaufen, hier. Die hat mich einfach zurückgelassen. Habt ihr das gesehen? Da war irgendwie so Rauch, ne? Ja, so ganz schnell von links nach rechts. Muss man das fotografieren? Oh, der ist schon wieder durch den Dirt gelaufen. Es kann sein, dass das so ein Motherfucker ist, den man nur in eine Kamera sieht. Wenn ich Nee, wir sehen das doch. Ah ja, stimmt. Hä, wir sehen das doch. Box haben wir und... Johnson. Was sagt denn das EMF? Johnson. Keine Kicker. Wo ist das EMF? Und wo ist das Buch hin? Ach, hier. Vielleicht reagiert der nur auf Kinderstimmen. EMF? 2. Auf 2. Mama Mia. Here I go again. Oh no. Was könnten wir denn... Wir könnten eventuell... Ich hol mal Temperaturdings da. Oh, und wir haben noch gar keinen Strom angemacht, ne?
Doch, Licht ist doch an. Echt? Ja, jetzt hatte ich Strom ausgemacht. Wo war denn der Stromkasten? Keine Ahnung. Ein bisschen Angst, ne? Oh, Wasser. Jungs, lasst uns das Wasser suchen. Kommt ihr mit? Komm, Bruder. Ja, komm. Okay. Irgendwo links. Haben wir eine Klappe? Bringt das Feuerzeug Licht? Oh, mein Gott! Mir fast aus dem Bus gesprungen. Junge, auf einmal hatte ich so richtig Druck auf den Ohren. Druck und man hört nur dieses. Rechts lang, glaube ich, jetzt wieder links, ne? Nee. Hä? Was für ein Geräusch? Das Wasser. Soll ich vorgehen? Jo, lass zusammen. Nicht ins Buch geschrieben. Reingeschrieben? Ich glaube, sein Main-Raum ist hier. Oh, oh mein Gott! Nee, jo. Alles gut, alles gut. Nee, nix. Nein, nicht alles gut. Oh mein Gott. Renn. Bist du draußen, Bruder? Bist du... Lass mich nicht allein, okay? Ey, fick mich! Nein! Mila. Ich glaube, man darf ja in den Raum rein. Wir sind im falschen Raum, der ist dahinter in dem Raum. Immer wenn wir zum Wasser gehen, kommt der. Okay. Ja, für Neues, wir brauchen ein Foto von dem. Und Alpha Kevin, danke schön für den Prime. Ne? Modi. Ja, danke Alpha Kevin. Ja, Mann, Alpha Kevin. Dann werf da hinten das. Wo ist Eule? Jo, wir kommen da nicht mal in den Raum rein, der fängt sofort an zu handen. Aber ich habe einen Kruzifix dabei. Egal, komm, du mit und ich schmeiß das da rein. Und wo seid ihr überhaupt? Warum seid ihr nicht hier? Ich such das Licht, ich such den Strom. Und wo ist Tyrese? Keine Ahnung. Hab Kruzifix reingeworfen. Oh, ich seh nix. Ich seh rein gar nix. Oh, das. Hab's. Weg. Warum? Ich hab was gehört. Das hat sich angehört, als ob der hinter uns ist. Okay, ich hab das Wasser fotografiert. Scheiß mich ein, Alter. Nein, ich lauf hier unten rum. Aber ich finde einfach dieses. Wir brauchen ein Bild von dem Geist. Soll ich ihn beschwören? Ich schau mal im Van und guck. Oh mein Gott! Mach ein Foto. Ins Maul. Ah! Hilfe!
Du Wichser, was du das? Nein, weil ich sitz hier. Er kommt. Oh mein Junge, Gott. Meine Tür ging auf einmal auf, ne? Dann war der hier. Vielleicht habe ich irgendwas gefunden. Ah, nee, doch. Meine Tür ging auf, dann habe ich angefangen mit Schreien. Oh mein Gott, Alter. Ich hasse diese großen Maps, ne? Ich weiß immer nie, wo ich hinlaufen muss, ne? Weil ich nichts sehe. Also ich sehe rein gar nichts. Wo ist denn der Tyrese? Ich glaube, Tyrese ist tot. Ich glaube, Tyrese tot ist. Ich habe keine Hand. Junge, spielst du doch nicht so. Jo, ich habe ins Mikrofon gepustet. Curtis hat mir in sein Mikrofon gepustet. Ich glaube, der ist schon seit 3 Jahren tot, Alter. Johnson. Ich kann ihn beschwören, ne? Ja, beschwör den mal. Kommst du mit hinter mir? Ja, bist du irre? Ich muss ein Foto machen. Brauch ein bisschen Vorsprung. Hey, yo, Johnson, du Hurenbock, komm doch her. Nee, nochmal mach ich das nicht. Ne, darfst nicht funken dabei. Ja, Tyrese Johnson, ist Johnson, im Johnson, Truck. Johnson, 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 Johnson. Ah! Wir brauchen nur noch ein Foto vom Guy. Ja, wir versuchen es. Aber es ist nicht so einfach. Keine Chance. Ja. Oh mein Gott, wo ist der? Warte hier, warte hier. Keine Schwäche. Okay, jetzt lauf. Ah. Oh mein Gott, lauf! Wir sind tot. Okay, wir haben das Bild. Gefühlt, ich hab's geschafft. Was? Wir haben das Bild vom Geist. Okay, gut. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Kann man uns wer abholen? Wie lang? Leckt Griffin nur bei mir so? Hallo? Er hält die Taste nicht lang genug. Ja, das kann sein. Aber der hört sich auch an wie ein Roboter. Hier runter. Oh mein Gott, der jagt schon wieder. Oh mein Gott, Griffy! Mach zu. Komm. Oh, mach schon mal die Tür auf. Wir wollen raus jetzt. Oh mein Gott. Oh, Freiheit. Aber sehr gut gemacht. Alter, mein ganzer Rücken ist nass. Warte, ich muss erstmal alles eingeben. Was haben wir denn jetzt? Wir brauchen noch einen Hinweis.
Fingerabdruck habe ich oben nicht. Aber gefunden. Wir haben Dings, wir haben aber diese komischen Dots-Dinger da. Hier, wie heißt das? Geisterorbs. Geisterorbs. Wir haben einen Yokai. Geister, guck an der Tür. Was noch? Yokai. Dots Projektor, Geisterbox und Geisterorb. Oh mein Gott, und wir haben alles erledigt, Alter. Mila, wir sind fertig. Okay, jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Wieder schnell die Aktivität. Oh mein Gott, der hat meine Psyche gefickt. Die Aktivität ist auf 4 gefallen. Auf 0. Ich komm raus jetzt. Ich komm raus. Boah, wo wir gesagt haben, keine Schwäche zeigen, da hab ich das Foto geknipst, mit viel Glück. Jo, da ist er wieder. Aber gerannt. Jack, wieder? Oh mein Gott. Nee, der rennt da rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der jagt. Wo er das Ding durchdreht. Eben auf Milas Kopfkamera. Welche ist denn das? Oh, wie viele Kameras sind hier? Oh, da. Ah, sind beide draußen? Nee. Doch. Das bin ich. Achso. Ja, Bugier. Beide draußen, ja, ja. Bugier. Mo, danke schön für den Resub mit Prime 10. Ich küsse dein Herz. Ja, Mann, Eule. Oh, das war geil. Ja, schade, dass ihr beide die ganze Zeit weg wart, aber ist nicht schlimm. Meister Hunter Curtis Kusch hat geregelt mit Giffy. Ja, ne, lass mich einfach aus. Oh mein Gott, ey. Der hat meine Psyche gefickt, Alter. Und, komm, Giffy. Mach sag schieß. Ich hab alles. Schieß. Bleib stehen. Schieß. Habt ihr eingetragen? Yep. Ja. Alright. Und jetzt Asylum, oder wie der Scheiß heißt. Boah, echt noch eine Runde? Ja, na klar. Mein Herz. Ach ey. Quatsch, eine Minute Pause. Oh, $240. Ein, zwei Minuten Pause, schön mal eben kurz in eine Spüle kacken. Ja, ja, ich auch raus, ich Hose. Gehst pennen? Ja, ich muss morgen arbeiten. Okay, wen können wir mitnehmen? Guck mal, was ich für ein Foto von dir gemacht habe mit der Knarre. Ich bin schnell hier mal in die Ecke pissen. Ja, komm mal gucken, ich hab ein richtig geiles Machen Bild wir Asylum zu dritt? Oder machen wir eine kleine Runde? Ja, wir können. Mir ist das egal. Das heißt aber, in Asylum wir muss einer alleine gehen. Du hast doch keine Angst, hast du gesagt, oder? Ich hab auch keine Angst, ich gehe auch alleine. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bin kurz auf Klo. Moment. Komm mal gucken, hier. Peng, peng. Peng? Ja, das Bild ist hier. Pistole. Das ist keine Pistole, Therese, bitte. Du hast schon wieder von irgendwas zu viel genommen. Das sind einfach nur Fliesen, Minion. Na, die Fliesen sind hier bei mir. Du meinst die Fliesen mit dem Gibbel auf der Fliese drauf. Mit dem Grünen. Ja. Geisterlille ist das. Ich geh weg. Gute Nacht. Ja, genau. Oh, jejej. Boah, war das knapp gerade. Huiuiui. Oh, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Kuckeluf, hallo, hallo. Willkommen. Ja, wollen wir Asylum machen oder was anderes? Oh, der ist gar nicht da. Ja, gut. Wäre das auch okay. Ich habe keine Angst. Ja, Asylum oder was anderes? Egal, ich laufe in Asylum auch alleine rum. Oh, Entschuldigung. Ekelhaft. Wie Memo mein Memo kommt? Warte mal, ich glaube Memo will mitspielen. Oh, Memo. Mit Memo Runde Asylum? Okay. Let's go. Warte, wir fragen den mal. Memo, willst du mitspielen?
Oh, Bruder. Hast du das Spiel? Ja, wir haben es einmal gezockt, aber bis ich das wieder raff, ist Mittag. Egal. Egal. Keine Ahnung. Ja, mir egal, komm. Sag was. Spiel mit, Mehmet. Ich will das Spiel. Yalla. Yalla, komm. Ja, warte mal. Boah, ich irgendeine Scheiße erzähle, ich hab's vielleicht nicht mal installiert. Ja, dann guck. Ja, wenn nicht, mach mal Dreierrunde, lauf ich alleine runter. Hast du keinen an? Oh, Da Vinci, komm, zack, Da Vinci, komm. Ja. Den sehe ich da. Warte, ich guck kurz. Hä? Ja, Da Vinci. Bibliothek, lass ich gucken. Phasmophobia, gell? Denk dran, Memo, das Spiel ist in 3D, nicht in 2D, ne? Nee, Bruder, ich muss nur, ich glaube, aktualisieren. Wie groß ist das Ding? Achso. Warum spielt die Jay nicht mit? Hallo? Scheiße, ich kann schon spielen, ist aktualisiert. Schwester Kuscher Dings, nur Laptop Arbeit. Ja, das dürfte eigentlich nicht lange dauern. Das sind 50 MB Update. Ja, ich sehe es, 33. Ja, aber ich habe halt keine Ahnung wegen Tastatur und so, ne? Ja, ist egal. Ach, ich bin die ganze Zeit im TeamSpeak gemutet, ey. Ist immer noch im TeamSpeak gemutet. Hast du reingeschrieben? Ja, wir machen Asylum wieder ohne Taschenlampe, ne? Das ist ja Lobbycode. Wieder ohne Taschenlampe? Ja, na klar. Aber du bist doch bescheuert, oder? Ohne ist besser, ist gruseliger. Oh. Kann ich diesmal eine Kerze mitnehmen? Nein, kein Licht. Nur dieses kleine indirekte Licht. Oh, erstmal Gamma hochstellen. Du hast das Spiel nicht und du hast nur deinen Arbeitslaptop. Da will ich die Ausreden über Ausreden. Ist so. Imagine, man hat Angst vor einem Spiel. Er erschreckt sich. Mann, hier. Oh, ja. Ja. Komplett ohne Items, wir werden es nicht schaffen dann. Oh, das kann man schon schaffen. Ja, wenn du Gefrierdings hast, was noch? Wenn du guckst, wie schnell der Geist sich bewegt und so. Einfach anhand auch, wie die Geister sich verhalten. teils, aber das Ding ist, jetzt ist alles so ein bisschen neu gewürfelt und von dem her würde ich das noch nicht machen. Das muss Point of View vom Shorty sein, ne? Yo, Giffy, was geht ab? Hast du meinen Nissan Skyline gesehen? Das fährt, ne? Ja, mach. Kinder drinne. Komm, versuch das zu werfen, hä? Zwerg. Oh, guck, wie ich dich ausdrücke. Giffy halt einfach selber. Und zack, zieh ich an dir vorbei. Zack. Fick dich, Mila. Oh, ich bin hochgesprungen. Zack, mack. Ich hab's gefangen. Nur, ich klein. Ja, mich hört der schon. Ich kann jetzt nicht lästern. Ja, wir haben Echo, weil wir im TeamSpeak gemutet sind und jetzt habe ich rausgemacht. Hier, pass. Bester Kusch räumt wieder auf. Warte, schick Code-Ding. Achso. Privaten Spiel beitreten. Und da gibst du das dann ein und dann kommst du. So, Schissel. Oh. Ja, Mann, ich hab dir den RP-Ball zugeworfen, jetzt bist du dran. Ja. Geh nix. Und alle so, kein Bock, Gambo. Hier sind die alten Items drin unten, ne? Level 4, oh wie süß. Wer ist Level 4? Memo? Müht du dich doch. Okay. Ja, ich bin... Hallo? Did it. Let's go, hallo. Oder? Das ist ja, der neue? Ready, okay, ich geh mit Memo, ja? Bam! Okay. Hört ihr mich? Bam! Ja. Oh. Mila, wir laufen zusammen. Ja! Hörst du uns? Das kann ja alles werden. Ja, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja, wir hören dich. Weil bin ich zu dritt, ich laufe allein. Okay, warte. Du bist eine doofe Kuh, Mila, hat die das schon mal gesagt? Wie komme ich denn hier wieder rein, Bruder? Nein. Lass mich in den Ruhe, Mensch, rein. Achso. Giffy, komm aus deinem Schrank raus. Okay. Nein. Giffy? Nein, du ärgerst. Giffy, du kommst da jetzt raus. Nein. Können wir starten oder wollt ihr hier Phasmophobia-HP machen? Muss. Okay, wartet. Bevor wir anfangen, wartet kurz. Kurze Erklärung für Memo. Ja,
Wir müssen Geister jagen. Ja, super lustig. Ein Zicke heute. Wie ist deine Sanity jetzt eben schon 2% runtergegangen? Wie? Du bist richtig knatschig heute. Du bist richtig knatschig, bist du. Du bist richtig knatschig. Geh mal Nutella mit einem Löffel essen. Warum? Nerv mal nicht. Nerv mal nicht, du Fettkopf. Hast du deine Tage oder was? So eine dünne Haut. Ruhe jetzt. Oh mein Gott, was war das denn? Ist der besessen, Alter? Memo? Memo, nimm dir mal hier so eine Helmkamera. Warum klingst du nur so dumpf? So, Foto vom Geist. Ich bin nur in dem Auto hier, das ist wegen dem Auto. Können wir den Memo kurz erklären, bitte? Stellen Sie die an. Ja, mach doch. Oder soll ich erklären? Hab ich das Ding auf dem Kopf? Weiß nicht, guck da mal nach oben. Da ist nichts. Da ist einfach nichts. Ich will auf jeden Fall auch dieses Lämpchen da an der Seite, an der Schulter. Bruder. Das hast du, das hast du. Wir spielen aber ohne Taschenlampe. Warum? Weil es gruseliger ist. Weil die Spitzer hier sind. Crazy sind. Und wie mach crazy ich das Motherfucker. An? Das machst du also gar nicht an. Wir spielen ohne Taschenlampe. Ja, aber wenn Endstation. Okay. Ich verstehe. Und was kann ich mitnehmen, was hilfreich ist? Gar nicht. Ich nehme auf jeden Fall dieses Ding hier, das habe ich noch nie benutzt. Kein, okay. Ich nehme ein Buch mit. Memo, komm mal her, du nimmst. Wobei, stimmt. Was nimmt der Memo hier, mit, Alter? Ist eigentlich ganz gut, wenn wir das dabei haben. Wer nimmt eine Geisterbox? Memo, nimm mal hier die Geisterbox. Mit dem orangenen Display. Buch, Memo. Hier, nimm du das Buch, Memo, ich nehme die Geisterbox. Wo ist das Buch? Ja, da hier oben? Vor dir. Ja. Okay, Memo, nimm mal hier EMF noch mit. Okay, okay. Ah, ne, nehm ich mit, scheiß drauf. Und ich nehm Kamera mit. Ich hab ein Kreuz mit. Echt? Ey, ist es der. Ist Koran und Bibel down? Jo, ist wirklich, ne? Ja, ne? Kann es sein? Ja. Ey, wie bück ich mich? Ach krass, jetzt wirklich? Er ist gebückt und sagt, ey, wie bück ich mich, wie bück ich mich? Du solltest mal was essen, Mila. Wieso? Ich geh auf jeden Fall mit Memo. Ach komm. Hau rein, Kingpin. Also ja, Mann, Mila, Team Bitches. Komm, Memo, wir hauen ab. Team Bitches. Wir gehen links lang. Let's go, Bitch. Let's go, Bitch. Oh, hä? Hey, warum machst du eine Lampe? Let's go, Bitch. Bye, Bitches. Du hast auch eine, kleine. Achso, die bleibt auf. Oh mein Gott, Bro, du bist so tot schon. Ich, warum, Bruder? Mach keinen Faxen. Weißt du, wie man eine Tür aufmacht? Okay. Lass uns draußen bleiben. Bruder, ich bin eigentlich gar nicht der Typ für sowas, ne? Mhm, hoffentlich kriegen wir einen richtig schlimmen Geist. Nein, bitte nicht. Oder irgendwas raschelt da immer auf der rechten Seite an mir. Ich sehe halt nix, ne? So ein bisschen nur. Ey, bye, have a beautiful time. Was suchen wir eigentlich? Oh, hier ist ein bisschen laut. Wir suchen jetzt einen. Hey, was ist das denn? Achso, ist eine Kamera, was ist das? Gott, Memo! Bruder! Weißt du, an was mich das erinnert, Bruder? Damals als Kind, Bruder, ne? X-Faktor, diese Frau da oder dieses Licht mit den roten. Bruder, Alter. Ey, da kannst du 2 Meter breit sein, ne? Danke, Furbitz. Ja, ist das was? Was ist das? Kamera. Hey, hey. Ja. Hat's gequietscht. Ich benutze den Scheiß hier zum allerersten Mal. Ich weiß nicht, was das. Warte mal, wenn der kommt, dann renn ich, oder? Ja. Boah, bei sowas bin ich halt echt scheiße, schreckhaft, Alter. Ich schwör bei was. Da ist aber nie. Was ist das? Putz den Eimer. Mila? Oh, was denn? Wie funktioniert. Ach, dann fick dich doch. Nein, wir haben gerade nur Spaß gemacht.
hier unten. Ich hab dieses komische Ding in der Hand, Alter, aber das schlägt nicht aus. Bro. Bei mir schon. Also bei mir schlägt es aus, wenn du einmal runterkommen würdest. Ja, ich hab keine Ahnung, wo wir hier sind. Also Real Talk. Wenn du das alleine spielst, Bruder. Wir sind unten und hier sind definitiv Ausschläge. Was? Allein spielen, ne? Was war allein, Bruder? Bist du des Wahnsinns? Was meinst du? Lauf, Mama, lauf! Hey! Ja, Spaß. Mann, kein Scheiß, alle. Ja, Bruder, ich hasse solche Spiele, ne? Wir hätten hier die Tür aufgemacht. Ey, du? Ach, hier. Ach so, wir laufen zurück. Ja, ich weiß, wo wir sind. Oh ja, keine Faxen. Ja, ich antworte auf den Chat. Wenn du das alleine spielst, würde ich hier ein Dings kriegen. Alter, nerv zusammen. Wir versuchen, zu euch zu finden. Okidoki. Hey, bist du gerade am Rennen? Hey! Kennt es? Ey, wir haben die Treppe nach unten gefunden. Mit Shift. Sehr gut. Hey. Hi. Hallo, guck mal, ich hab hier Sounds. Ja, ich auch. Okay. Ich glaube also, dass er hier ist. Oder muss hier, das Buch hier irgendwo hin? Drumherum. Ja, du kannst das hier mal hin so legen. Mit F-Lix da drin. Vielleicht auch hier. Das könnte es auch sein, oder? Warum geht das still? Nicht? Ich drück F. Könnte es hier auch sein? Könnte es. Ist es schlecht da oben? Sure. Ich hab's oben aufs Regal gelegt. Dick auf Boden am besten. Oder ist das der Flur? Das wäre ja übel. Ich kann's nicht mehr aufheben. Das wäre ja übel. Ach doch. Einfach. Warum ist da hinten hell? Ist okay. Das ist der Flur, Mila, das ist der Flur. Ich hab hier einen Lauf. Okay, du kleiner Fixer. Scheiße, wo hab ich hingeguckt? Ich weiß nicht, ey. Ich glaube, es ist der ganze Flur. Ruhig. Ich hatte gerade 11 Dezibel. Ja, ich hab jetzt 9. Ja, hier ist das, links irgendwo. Hier. Kuss, Mama, Kuss. Du Arsch, ich hab sicher, ich glaube, dass der... Ich bin mir wirklich sicher, dass der ganze Flur ist. Aber ich weiß auch nicht. Bitte das. Ja, das ist der Flur hier. Was ist hier? Der Geist ist irgendwo hier. Ich war hier schon mal. Ja. Memo, kommt über Geisterstory. Ich glaub dir das auch. Boah, ich schwöre, ne, die Bitch regt mich voll auf hier, der Neuling. Ja, ich schwöre mich auch, ne. Boah, guck mal, wie der aussieht. Ging irgendwo eine Tür, ich schwöre, hab ich gehört oder was? Ich bin mir nicht sicher. Wow, dich nützlich. Meine Tür ist zugegangen, Alter. Hey. Da hat irgendwas. Bei dir zu Hause? Nee, in meinem Keller. Ach so. Gib uns ein Zeichen. Nein, Bruder, bleib weg. Bist du hier? Are you here? Was willst du? Lack, kann man nachkommen, was willst du? Hör auf reinzutrollen, du Wichser. Ja, okay, Entschuldigung. Willst du mal reden mit dem? Ich glaube, mein Sprachverkehr ist nicht richtig. Oh mein Gott, irgendwas passiert hier. Ich krieg die Tür da hinten nicht auf, ne? Wo bist du? Hey, was ist denn? Wie alt bist du? Wichser, weh, du kommst zu mir. Wo bist du? Geh mal zurück zu den langen Mama. Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Na, da will ich reden. Vielleicht musst du alleine sein? Ich war quasi alleine, aber ich war weit weg von dir. Ist doch allein. Hallo. Güffi schummelt die ganze Zeit mit seiner Kamera. Lüge, ich hab gar keine.
Ja, ich hab mich erschrocken. Wo bist du? Oh mein Gott, ich kann da gar nicht runtergucken. Da krieg ich schon Panik, Alter. Ich komm mit dir mit. Nein, wo bist du? Okay. Ja, oh mein Gott, ich hab's. Wo bist du? Wie alt bist du? Oh mein Gott, ich kann da nicht hingucken. Wo bist du? Ich kann das nicht, ne? Ich vertrag sowas nicht, Alter. Müsste ich im echten Leben so einen Gang. Oh mein Gott, ich will zusammenbrechen. Vergiss es, Bruder. Ah. 6 Dezibel hier im Gang. Ich hab was gehört. 14, 14. Ich bleib bei euch. Ich glaube, das ist ein friedlicher. Hey, das wäre doch nicht schlecht. Ich hab hier so ein gehört. Was? Wo bist du? Versuch's mal da drin. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Rede mit mir. Nee, der will nicht reden. Dann darfst du uns nicht. Oh mein Gott, Bruder, ich hab so Gänsehaut, ne? Okay. Walla, wenn du sagst, ist okay. Bist du hier? Ich glaub, hier ist der schon gar nicht mehr. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie ist dein Name? Nee, was willst du? Aber hier. Ich glaub, hier war schon richtig, oder? Irgendwie? Oh mein Gott, EMF 4. Der jagt. Mach doch auf, du Wichser! Oh mein Gott! Du bist so scheiße, Junge! Hilfe, Gottes, mach die Tür auf, Gottes, Bruder! Lang, Bruder! Gottes, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Oh, ich bin tot! Nein, Gottes, nicht sterben! Memo ist tot. Yes, Memo. Okay, ich glaube, er ist hier drin. Ja, das war der Raum da. Oh, ich hab ihn gesehen! Die Schritte sind voll laut. Ja! Ich hab ihn gesehen. Drin. Ich wundere mich schon, warum sind die Schritte so laut? EMF 5. EMF 5, okay. Top, geil. Bist du hier? Bist du hier? In dem Raum. Der stand im Raum drinne. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Ich höre ihn, er flüstert. Was ich höre ihn, er flüstert. Weiß ich nicht, war nicht verständlich. Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott! Nein! Der hat immer auf die Jagd, als hier raus seid. Jo? Hä? Oh mein Gott! Warte mal, nicht weglaufen! Ja, ich hab den Raum nur markiert, wo wir sind, wo der ist. Okay. Ich hab noch nie auf Black Tiger
gezockt. Ich weiß nicht, wo die Treppen und Nano, sind. Und Nano, dankeschön für den Prime Sub im 4. Und Ersade, dankeschön für 100 Bits. Und Sokka, dankeschön für den Booster. Wir müssen irgendwo. Zwei, zwei, ja, ja. Alles dafür, danke auch von mir. Gott, ey. Ja, bisschen Angst, ne? Ich werde heute einfach wieder. Ich weiß nicht warum, jetzt habe ich wieder keine Angst. Und jetzt denke ich mir so, boah, noch so einen Kick wäre besser. Ich werde diese Nacht nicht schlafen. Sanity ist auf jeden Fall leer. Der ist echt krass. Oh. Der Motherfucker wird jetzt richtige Probleme machen. Ich habe keinen Stream, Mann. Ich rede einfach mit mir selber so. Stream ist doch erst ab 18. Okay. Jo, wir sind so am Arsch, aber ich nehme keine Tablette, so oder? So am Arsch. Wir brauchen ein Foto von Geist. Soll ich mir eine Pille schon kommen während der Jagd? Nee, keine. Nehmen wir Pillen, Mila? Pillen? Mir egal, wir können einmal Pillen nehmen. So, warum nicht? Aber das wird uns halt nicht viel... Wir haben jetzt da Geisterbox liegen. Ich habe einen EMF dabei. Der liegt auch da. Ich nehme ein Buch mit. Ich nehme eine Kamera mit. Ich habe ein Buch, ich glaub, und ich habe Räucherstäbchen und Feuerzeug dabei. Wir brauchen noch einen Bewegungssensor. Boah, du klingst wie ein Roboter, Güffi. Warum? Mann, mir ganz normal. Okay, das ja, dann ist das Spiel wieder, das boah, Problem hatte. Schwere. Guck mal, da ist der. Rechts ist der Geist drin, und das habe ich markiert. Guck mal, ob wir irgendwo Orbs sehen. Ich glaube nicht. Das wird richtig lange dauern, bis wir den haben. Also wir haben, was haben wir? EMF5 haben wir nur. Ja. Ja. Hier keine Orbs, ich nehme Kamera mit. Also zum Ausstellen. Nicht wie der Güffi, um zu schummeln die ganze Zeit. Dann vielleicht noch ein Kruzifix. Meinst du, der ist nett zu uns, sollen wir ein paar Caps bangen? Versteh dich nicht, Jung. Boah, wie, du verstehst mich nicht. Ich versteh dich nicht. Ja, dann hör doch zu. Okay, ich bin ready. Okay. Die Kamera ist so flüssig, ne? Das sieht so sexy aus, Alter. Ja, das hat so eine Freundin von meiner Schwester, die hatte auch letztens das Problem, da konnte ich die gar nicht verstehen. Ich hoffe, du hast jetzt heute mitgenommen, Güffi. Ja, ich hab Fotokamera für Bilder machen. Das Problem ist, ich seh den jetzt halt auch einfach nicht. Ich mach ein Bild von dem. Weil wir einfach das Kreuz mitnehmen wollen, lass uns das so spielen, wie wir wollen. Ja? War Rechtsklick oder Linksklick Bilder machen? Schreib ins Buch! Außerdem verhinderst du damit eine Hand. Soweit ich weiß. Kann meine Füße nicht sehen. Dann beißt der nämlich davon ab, anstatt zu jagen. Oder, Mila? Gut, ja, aber ich glaube, der spawnt weiter hinten. Der ist letztes Mal hier gespawnt, ungefähr so. In der Mitte vom Raum. Ach, eben, erfahren wir ja schon. Ich sehe nichts. Ich, hat dann formuliere deine Frage anders, anstatt neunmal klug zu klingen. Na, hinterlegst du mit einem Smiley, dann weiß man, dass du das nicht böse meinst. Mein Bauch tut weh. Ich bin tot.
Curtis? Ich hab so ein Glück, Alter. Ich hab so ein verdammten Glück. Ey, Junge. Hab ich ihn drauf? Ich weiß nicht, ob ich ihn drauf hab. Guck im Dings. Im Buch. Was ist das denn für ein Bild, Junge? Ja, die Kamera war verzerrt. Der singt schon wieder. Ja, der hat sich nur gezeigt. Oh mein Gott. Okay, das Dots ist es nicht. Es könnte also Geisterort noch sein. Und Fingerabdrücke. Fingerabdrucktaschenlampe brauchen wir noch. Boah, oh mein Gott. Nila, warum nimmst du Kruzifixe, wenn ich keine Aufgabe dafür habe? Mein Gott. Junge, selbst wenn ich hier an die Wand scheiße, Alter, lass uns einfach zocken, wie wir das wollen. Komm wieder die Speedrunner. Verschisse. Ich mach Naruto-Run. Leb deinen Traum. Deine Bevor. Der Jagd. Ja, oh. Aber der wird nicht herkommen. Nee, ich glaube auch nicht. Oder? Das ist unter uns, oder? Gut, Wizard. Nicht nur Taschenlampen locken den jetzt an, auch wenn wir reden, aber der war viel zu weit weg. Okay. Wir haben ein Foto, wir haben doch ein Foto bekommen. Jawohl. Ja. Wir hatten das Foto gemacht. Taschenlampe mehr. Tschüss, Wizard, schlaf gut. Wir hatten das Foto gemacht. Ich glaube. Das hier? Wir brauchen einen Bewegungssensor. Eine Videokamera. Was soll ich noch mitnehmen? Okay, ich hab alles. Bewegungssensor, Taschenlampe, Fingerabdrücke. Fotos brauchen wir keine mehr. Ich hab Fingerabdrücke. Was ist mit Räucherstäbchen? Falls der jagt. Ja, könnt ihr auch noch mitnehmen. Ja, ich hab keinen Platz. Aber ich bin voll. Griffi, du musst mitnehmen. Feuerzeug und Dings. Ich kann Feuerzeug mitnehmen. Nee. Er kann das ja nicht. Ja, ich schmeiß ihm das ja gleich hin. Er muss das ja anmachen. Jetzt kannst du das selbst nicht schmeißen. Achso, hier. Wir gehen rein. Freunde. Hat sich gesehen. Hast du gesehen, ja. Kinderkörper. Oh, ja. Wo ist die Tastatur her? Aus dem LKW? Ja. Oh. Ich glaube, Sanity ist ein bisschen leer. Also ich sag, dass das ein Geist ist. Da stimme ich zu. Naja, schon. Das ist auf jeden Fall nicht menschlich.
Ja, übertreib doch nicht. Okay. Ja, ich wollte nur gucken, ob die ja. Fingerabdruck. Wo? Da. Ich hab keine Kamera dabei. Ich auch nicht. Ich bring den Bewegungssensor an. Auf jeden Fall den Bewegungssensor. Fingerabdrücke, ne? Ja. Kein Minus. Ne, kein Minus. Der ist da durchgelaufen. Ist er? Ich hab das in meiner Kamera gesehen. Ja, dann können wir den nur sehen, wenn er da durchläuft. Ist das die Möglichkeit? Ja, ja. Dann ist es dieser einer der neuen Geister. Okay. Dort Projektor. Dann haben wir einen Gorio. Ja, okay. Wie viel? So. Wie viel? Nee. Was? Wie viel? Oh mein Gott. Was noch? Fingerabdruck. Da. Okay. Puh. Okay. Ich hoffe, dass der Bewegungssensor funktioniert hat. Und hat er ja sauber. Sehr gut. Die einzige Kacke ist bei solchen großen Maps, wenn du weit weg bist, von dem kommt er nicht. Ja. Das wäre immer cooler, wenn er in der Nähe spawnen würde, da wo du dich gerade versteckst, so. Wieder mal ohne Verluste, ne? Ohne Verluste. Sehr gut. Was? Habt ihr eingetragen? Ich habe eingetragen, ja. Ich hoffe, der Memo auch. Gute Nacht, Da Vinci. Boah, fast $300. $385. Hä, was hatten wir denn? Die Runde ging fast eine halbe Stunde, ne? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Bro, ich hab nichts eingetragen, what the fuck? Wo soll ich was eintragen? Ach so. Geht es auch, wenn ich tot bin? Ja. Was hab ich jetzt nicht bekommen? Du hast kein Geld bekommen. $85. Scheiß drauf. Du hättest $85 kriegen können. Die kleinen Häuser sind besser, Mann. Aber ich geh jetzt auch hin, Bruder. Drei Level nur, dann bist du 700. An deiner Stelle hätte ich bei 666 aufgehört. Ja, wollte ich auch eigentlich, habe ich vergessen. Und außerdem könnte ich dann jetzt das Update nicht spielen.
Dann musst du bei 719 aufhören. Ja. Haben wir heute eine Runde verloren, ne? Keine Ahnung. Gibt's einen Geist, der durch Wände geht? Nein, ne? Gespenster gehen quasi durch Wände. Die bewegen sich um die Räume herum, aber halt nicht beim Handen. Die können aber durch die Türen sehen. Die müssen unbedingt Jumpscares einbauen, bitte. Also ich finde das schon, mit diesem Parabolmikrofon ist das schon krass creepy, wenn du die Geister flüstern hörst. Flüstern die denn so? Auch ein Parabolmikrofon. Du bist ein Parabolmikrofon. Ich mache jetzt Ende Gelände. Habt ihr meine schönen Fotos gesehen? Hier habe ich Geistenaufnahme. Gib mir den Ball. Da wo der Geist drauf ist, die sind immer bei mir so verschwommen. Und sowieso alles dunkel, düster, dark. AF. Je, verschissel. Können wir jetzt aufhören? Und Popeye, dankeschön für den Prime-Sub im 14. Mach weiter, so du kleine Katze. Und Robert, dankeschön für 5 gifted Subs. Danke. Aber ich dachte, ich muss alleine dafür spielen. Wofür? Für die 5 gifted Subs hätte ich alleine spielen. Ach so. Willst du, Alter? Was willst du? Was willst du? Okay, bis bald. Bist du dich am Anpacken oder was? Ich hab mich gestreckt. Hätte erwachsen. Ja. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Eier in der Hose dafür, eine Runde alleine zu zocken. Aber in meinem momentanen Stand, ich glaube, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Was hast du gesagt? Ich kann das nicht alleine zocken, Alter. Oh mein Gott. Dieser Gang gerade, ne? Als ich da mit dem quatschen wollte. Allein dieser Gang, so dunkel. Ich kann das einfach nicht. Ich weiß, dass das... Ja, klar. Ja, du wirst schnell sein, Mama. Ich kann das nicht. Ich würde jetzt gerne sagen, yo... Pack drauf, ich mache noch eine Runde, weil ich weiß ja, wie das Spiel funktioniert. Ich kann das nicht alleine zocken. Doch, allein macht das noch mehr Bock, glaube ich. Dann, oder Mila, du hast auch schon mal ein paar Runden alleine gemacht. Achso. Miki hat das auch alleine gemacht, der hatte fast einen Herzinfarkt. Das ist halt... Das Ding ist halt, wenn du mit 2 bist oder so, der Geist kann den Angler noch verfolgen. Aber du weißt, wenn der am Handen ist, der jagt immer dich. Ich kenne das einfach nicht. Obwohl das Spiel auch gar nicht, also jetzt ist das zum Beispiel nicht mehr so gruselig wie am ersten Tag nach dem Update. Ich hoffe so sehr, dass die so Jumpscares und so reinbringen noch. Dass wenn du um eine Ecke läufst, das Ding einfach vor dir steht und so ein ganz lauter Schrei kommt und so. So ein Gedöns, das wäre richtig geil. Ja. Ach ja, stimmt, Mila hat auch gestreamt, ne? Ja, deshalb ja, Faultier, deshalb ja. Na, ich kann mit mir selber reden, ne? Ja. Aber ich hasse alles, was Horror angeht. Ich bin so geschädigt. Ich habe als kleines Kind mal so einen Horrorfilm geguckt. Das war so ein Glashaus und da war ein Dämon eingesperrt. Und so eine Familie ist da eingezogen. Warum auch immer man in ein Glashaus zieht, Alter. Und das Kind hat irgendwie alle Dämonen freigelassen. Danach ging bei mir nichts mehr. Ich glaube, der hieß 13 Geister, ja. Ich glaube, dann war Ende. Und hier Blair Witch Project. Ich weiß nicht warum, aber das hat mein Gehirn gefickt.
Jo, ist doch auf eine wahre Geschichte angeblich. Mila, hast du fast mich schon mal alleine gezockt? Ist das gruseliger als mit Leuten? Wenn man jetzt Blair Witch guckt, ist boring as fuck, aber früher war das krass. Ja, wo als kleiner Junge so. Die sind da durch den ganzen Tag durch den Wald gerannt. Wenn du das heute guckst, kommt dir das vor wie so ein schlechter YouTube-Prank. Oder weißt, einer will dich verarschen. Diese ganzen Annabelle-Movies und so fand ich auch nicht schlimm. Nee. Ich meine ja die Insidious-Teile, die fand ich nicht schlimm. Die haben wir uns reingezogen. In den 80ern, als die ganze Poltergeist-Filme und Exorzisten rauskamen, habe ich mit 10 plus auch diese geschaut. War teilweise echter Horror, wo ich dann manche Szenen später immer noch im Kopf hatte. Als ich klein war, haben mir meine Freunde immer erzählt, einer davon war richtiger Filmfreak, dass es so verbotene Geisterfilme gibt. Die verboten sind, man darf die nicht gucken. Aber das Schlimmste, was ich je gesehen habe, war auf Video, ein Privatvideo, das hat ein Kumpel mir gezeigt, der ist Libanese. Das war ein Exorzismus im muslimischen Raum. Und Bruder, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, Alter. Deshalb ist mir auch im Kopf geblieben, Memo und Agenda und Jehennem, also Hölle oder Erde. Das war eine Stimme, die werde ich mein Leben nicht vergessen, Alter. Warte mal, guter Spruch. Was hat Giffy gerade gesagt? Boah, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen hoch, Alter. Leck mich am Arsch. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist aber nicht allzu weit davon entfernt, wo ich gewohnt habe. Da sind wir nachts mit dem Auto gefahren. Das ist riesen Waldstück. Und mitten in diesem Waldstück ist eine Psychiatrie. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Wir sind da mitten in der Nacht mit dem Chico und Gemma so durchgefahren und haben uns dann die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Und dann auf einmal stand, mitten auf diesem komischen Schotterweg, stand links ein Typ. Mitten in der Nacht ohne Hund. Aber normal gekleidet. Du sollst auf die Straße gucken, wenn du Auto fährst. Und nicht in Häuserfenster. Du dreckiger Spanner, du Alter. Ich schaue mir tatsächlich gerne Geister auf YouTube an. Para, Ink und Geister. Oh mein Gott. Also, wenn ich das eingestellt, also klar kriege ich das eingestellt, aber wir können sowas ja gerne mal zusammen gucken und ein bisschen darauf reacten, Alter. Ich finde, es gab mal so einen einen Twitch-Streamer. Den gibt es wahrscheinlich immer noch, den haben wir uns gerne hier hin und her geschickt. Der hat immer live versucht, mit Geistern zu reden. Und dann haben wir immer so gesehen, wie der mit dem rechten Arm so irgendwas anditscht oder so. Und dann so, boah, habt ihr das gesehen, Chat, habt ihr das gesehen? Ja, will er uns flachsen, Junge. Ich glaube aber, jeder Mensch hat irgendwelche Geistergruselgeschichten drauf. Lost Places mit Curtis würde ich niemals in meinem ganzen Leben machen. Niemals, Alter. Niemals in meinem ganzen Leben würde ich mich nachts in ein verlassenes Krankenhaus oder so begeben. Niemals. Türkische Geister, ja, muslimische Dings halt, ne? Ja, oh mein Gott, mit den Djinns. Das sind ja Djinns. Im muslimischen Bereich nennen die ja Djinns. Geh weg, hau ab, lass mich damit in Ruhe. Und ich habe mal so ein Video gesehen aus dem japanischen Raum, da ist so ein Typ durch den Wald gelaufen, Alter. Der ist einfach nur durch den Wald gelaufen, da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Das ist wegen irgendwie so ein Wald, wo viele Menschen, glaube ich, Suizid begehen oder so. Bro, dieser Wald, der hat mein Gehirn gefickt. Keine Ahnung.
geh weg damit. Ich will schöne Dinge in meinem Leben haben. Ich guck mir gleich The Big Bang an und dann nehme ich Daumen im Mund und penn. Und die Welt ist in Ordnung. Ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Ich glaube zwar nicht an sowas, weil es sind schon so viele Menschen gestorben. Da müsste so viele unendliche... Vielleicht kommt das auch auf den Menschen an, sodass man sehr empfindlich für sowas ist. Aber eigentlich glaube ich da nicht dran. War das mit Logan Paul, war der nicht auch da in so einem Wald und dann lag da eine Leiche und der hat die gefilmt und hat das sogar auf YouTube hochgeladen? Der Trottel, Alter. Voll Idiot. Wir haben einen Prinzessin im Film. Schöne warme Milch machen, dann ist alles gut. Oder Mila? Ah, die ist schon wieder weg. Was für ein Idiot, Alter. Ja, manche. Das Ding, ich denke mal, sowas darf man gar nicht streamen, ne? Weil man sich ja dann auf Gelände bewegt, auf dem man nicht drauf darf und so, ne? Aber das wäre interessant. Ja, das habe ich gerne bei Moonlight geguckt. Moonlight hat sich gerne so Videos angeguckt von Leuten, die so da in Tschernobyl und so rumgerannt sind und die Lost Places besuchen. Eigentlich ist das ganz cool. Aber imagine einfach, du würdest IRL-Stream machen und so ein Lost Place. So ein auf, wie hieß die Scheiß nochmal hier? Geistercamp? So auf ganz schlecht. Also bei Lost Place würde ich mitkommen, einfach so einen Bunker. Wenn da jemand kommt, würde ich aber die Beine in die Hand nehmen. Wir haben im Landschaftspark, haben wir damals auch gemacht, da gibt es ganz viele Bunker. Da sind wir reingegangen. Und das war, ja. Ja, mittlerweile sind die verschlossen. Damals noch nicht. Als ich so 15, 16 war, ja, die waren auf. Wir haben sogar im Landschaftspark, haben wir sogar in so einem Bunker Reichsmark und so ein Shit gefunden. Also da lag auch noch ganz viel Stuff lag da auch noch so rum. Bei Lost Place Stream würde ich Stream snipen, würdest du nicht. Die Videos, die Moni geschaut hat, waren super, hab das verfolgt, war mega nice. Genau wie die Typen, die durch Länder reisen, so illegal mit Zügen. Apropos Moonlight, wo ist der überhaupt, Alter? Der hat schon vor langem nicht mehr gestreamt, ne? Ich hoffe, der hat demutet. Daniel wäre auch selbst nachts Geocachen und so, ja. Der ist ja voll in der Materie drin. Ein auf Horrorkämpfer Knossi angelebt machen, ach, das war so schlecht, Alter. Urlaub Norwegen. Boah, das wurde doch mal Zeit, dass der Urlaub macht, Alter. Ich hatte ja echt lange, als ich ein Jahr Deutsch hatte, habe ich echt oft mit dem Kontakt gehabt. Weil er das einfach auch gefühlt hatte, weil ich hatte den ganzen Stress und Druck und bla bla. Das wurde doch mal Zeit, dass der sich Urlaub nimmt, Alter. Ich denke mal, die Leute sind dann wieder froh, wenn er da ist und dann fit im Kopf ist und so. Und wieder abreißen kann. Jo. Guck, aber ich denke mal, ist schon abgelaufen. Guck gleich mal. Warum? Ich weiß gar nicht, was das Gruseligste ist, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Doch, ich war Schlafparalyse. Irgendwann hatte ich mal eine Schlafparalyse und das war echt ekelhaft. Du wirst wach, du kannst dich aber nicht bewegen. Ja, dein Gehirn ist ja in der Lage dazu, Sachen zu, ne? Das ist auch sehr interessant, wenn du bewusstseinserweiternde, was natürlich niemand machen sollte, Finger weg von Drogen, aber dass dein Gehirn in der Lage dazu ist, Sachen zu projizieren, die gar nicht existieren. Und zwar so krass und so heftig, dass du denkst, das ist real. Zum Glück habe ich damals die Erfahrung gemacht, als ich sehr jung war, so mit 12, von meinem Bruder, der Kumpel, der ältere Bruder, die Perle, Alter, die hieß Ivy. Das werde ich in meinem Leben auch nie vergessen. Das war so eine Lektion, deshalb habe ich sowas nie angerührt. Die hat auch irgend so eine Scheiße genommen, Pilz oder keine Ahnung.
Und die war in der Psychiatrie, weil die hat gesehen, wie Mahnen aus ihren Händen kommen und so. Und die Geschichte, die uns dann so erzählt hat, uns kleinen Kids, die hat sich so ins Gehirn gefressen, dass ich das Zeug nie angepackt habe. Meine Gedanken sind so schon am Arsch, Alter, was ich manchmal rauskick. Da will ich auf gar keinen Fall wissen, was da ganz tief schlummert. Luzide Träume habe ich ständig, aber das mache ich auch extra. Wenn du Wachträume hast. Du träumst und das fühlt sich an wie echtes Leben, aber du weißt, dass du träumst. Ja, du kannst halt rumlaufen und so. Das ist auch richtig ekelhaft pervers manchmal. Das kannst du auch trainieren. Habe ich sehr, sehr oft. Ich habe mal irgendwo ein YouTube-Video gesehen und dann hätte irgendwie solche Sachen gesagt, wenn du schlafen gehen willst, dann mach die Augen zu, denk dir eine Geschichte aus, dass du wirklich da bist. Versuch dir jedes Detail vorzustellen und so. Ich habe schon ganz oft Klarträume gehabt. Naja, das willst du, glaube ich, nicht. Gute Nacht. Jede Nacht, ja. Musst du dir mal einen buffern. Mein bester Kumpel ist damals auf Drogen hängen geblieben. Konnte nichts mehr machen. Er hat Dämonen gesehen und alles. Er konnte das nicht. Er alle nicht mit dem Real unterscheiden. Ich habe auch einen Kollege, den habe ich, das ist schon wieder länger her. Boah, ich glaube, das war kurz vor meinem Auszug bei meiner Mom. Das ist echt lange her. Da habe ich einen Kumpel gesehen aus meiner Kindheit. Mit dem hatte ich noch zu tun, da war ich auch so 15, 16. Und da hat er angefangen, sich Pep-Bomben so zu schmeißen. Der ist auch richtig abgesagt. Pep, ja, ist halt Pep im Klopapier gerollt und dann schlucken die halt einfach runter, Alter. So eine Scheiße, so richtig, ja, der ist halt richtig hängen geblieben. Den habe ich gesehen, der hat ganz lange Haare gehabt, ganz, ganz, ganz dünn, ganz eingefallenes Gesicht. Ich habe mich so erschrocken, als ich den gesehen habe, Alter, und dachte mir so, Bro, zum Glück hast du den Scheiß alles nie angerührt. Was? Ich erinnere mich an jeden Traum, den ich habe. Aber yo. Dad. Hab in Haya, Bubu. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank für den Support. Bleibt bitte alle gesund. Habt heute keine Angst und keine Geister zu euch. Danke für alles. Und chilliger Sonntag. Wir sehen uns nachher wieder ab 19. Vielleicht geht da ein bisschen mehr. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Macht's gut. Oh. Nee, das Lied ist so traurig. Das Lied ist gut. Gute Nacht und Red Devil, Dankeschön für den Weezer im 40. Monat noch. Ich küsse dich zurück. Bye bye, Chat, bis nachher.